Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed. Das hat das Nobelpreiskomitee am Mittag in Oslo bekannt gegeben. Ahmed wird für die Aussöhnung mit Eritrea geehrt. Die beiden Nachbarländer unterzeichneten im Juli vergangenen Jahres nach Jahrzehnten der Feindschaft einen Friedensvertrag. Der Nobelpreis wird am 10. Dezember übergeben. In Stockholm ist Christian Stichler. Herr Stichler, wie überraschend ist diese Entscheidung? Ja, Abiy Ahmed war auf jeden Fall einer der Kandidaten, die immer mal wieder gehandelt wurden und auf den Listen relativ weit oben stand. Er wurde ausgezeichnet vor allem für seinen Reformwillen, den er in seinem Land angestoßen hat. Wie das Nobelkomitee heute sagte, vor allem für die Freilassung von politisch Gefangenen, für die Ankündigung, freie und faire Wahlen im Land durchzuführen, aber natürlich auch für seinen Friedensbemühungen und seinen Friedensprozess mit Eritrea. Allerdings, das Nobelkomitee ist auch auf die Frage eingegangen, ob dieser Preis möglicherweise zu früh kommt, weil gerade mit dem Frieden mit Eritrea noch viel sozusagen geleistet werden muss. Aber das Nobelkomitee hat das auch als Ermutigung gesehen, weiter auf diesem Weg zu gehen. Und damit ist das irgendwie auch ein Preis für den afrikanischen Kontinent. Mhm. Nun hatten ja viele auf Greta Thunberg getippt. Lässt sich sagen, warum sie nicht zum Zug kam? Ja, zumindest die Wettbüros hatten Greta Thunberg ganz oben gesehen. Möglicherweise hat ihr Alter eine Rolle gespielt. Aber vor allem gab es wohl, und das hat so im Umfeld des Nobelkomitees hat man das gehört, gab es eine Diskussion darüber, wie weit eine Umweltbewegung Fridays for Future tatsächlich auch eine Friedensbewegung ist. Diesen Zusammenhang direkt herzustellen, das war wohl dann doch etwas schwierig, weil Alfred Nobel in seinem Erbe natürlich gesagt hat, das ist ein Preis, der an Menschen gehen soll, die sich für den Frieden eingesetzt haben. Außerdem, Greta Thunberg hat ja schon einen sehr großen, wichtigen Preis bekommen, den alternativen Nobelpreis, den sogenannten, den Right Livelihood Award. Also sie ist auch gut dekoriert in diesem Jahr und so gesehen dürfte Greta auch an diesem Tag nicht traurig sein. Christian Stichler war das aus Stockholm. Herzlichen Dank. Der Bundesrat hat den brandenburgischen Ministerpräsidenten Woidke zu seinem neuen Präsidenten gewählt. Er tritt im November die Nachfolge von Schleswig-Holsteins Regierungschef Günther an. Auf der Tagesordnung der Länderkammer standen außerdem die Verankerung des Klimaschutzes im Grundgesetz und die geplanten Strukturhilfen für die vom Kohleausstieg betroffenen Länder. Zu Beginn seiner Sitzung hatte der Bundesrat am Morgen der Opfer des Anschlages von Halle gedacht. Schweigeminute im Bundesrat. Die Länderkammer gedenkt der Opfer des Terroranschlags auf die Synagoge in Halle. Im Jahr 2019 sitzen Jüdinnen und Juden in ihrer Synagoge und beten um ihr Leben. Bei uns in Deutschland. Das macht fassungslos. Und wir müssen uns alle, jeder an seinem Platz, fragen, was können wir mehr tun, um gegen solchen Hass vorzugehen? Erstes Debattenthema im Bundesrat, der Braunkohleausstieg und der Strukturwandel in den betroffenen Regionen. Der Lausitz, dem Mitteldeutschen und dem Rheinischen Revier. Bis zu 40 Milliarden Euro sollen nach und nach dorthin fließen, unter anderem für Straßen, Schienen und schnelles Internet. Außerdem sollen Bundesbehörden und Forschungseinrichtungen in den Regionen angesiedelt werden. Den betroffenen Bundesländern reicht das nicht. Sachsen-Anhalt will dem Gesetzentwurf in seiner aktuellen Fassung nicht zustimmen. Wir müssen auch den Unternehmenssektor ansprechen. Wir bedauern deshalb, dass das Gesetz keine direkten Anreize für Unternehmen enthält. Die Möglichkeit von Sonderabschreibungen bei Investitionen im Revier, wie im früheren Entwurf des BMWI bereits enthalten, wäre ein wichtiges Signal gewesen. Leider wurde es rausgestrichen. Die Diskussion über das Strukturhilfegesetz für die Braunkohleregionen geht weiter. Nächste Woche im Wirtschaftsausschuss des Bundestags. In der Nacht teilte der Softwarekonzern SAP mit, dass der oberste Chef Bill McDermott das Haus mit sofortiger Wirkung verlässt. An seine Stelle tritt eine Doppelspitze. Die Anleger sind begeistert. Die Aktie gewinnt über 7%. Klaus-Rainer Jackisch, warum gefällt der Börse diese Neuordnung? Nun, die Anleger sehen es positiv, weil SAP offenbar einen Generationenwechsel eingeleitet hat, was gerade natürlich in dieser Branche nicht ganz unwichtig ist, weil die Technologie sich so schnell entwickelt und natürlich, wir wissen es, vor allen Dingen jüngere Leute da manchmal etwas schneller sind als die älteren Generationen. Es ist so, dass allerdings dieser Wechsel nicht von oben aufgefropft worden ist, sondern Bill McDermott, das hat man jetzt herausbekommen, schon vor einiger Zeit darum gebeten hat, weil er möchte sich aus diesem Konzern herausziehen, weil er etwas
Neues machen möchte. Und er selber war ja auch sehr erfolgreich, denn in seiner Amtszeit, die seit Februar 2010 geht, ist die Aktie um 245% gestiegen. Auch die jüngsten Quartalzahlen sind recht gut. Also da gab es keinen Krach, wie vielleicht zuerst vermutet worden ist. Nein, es ist ein Generationenwechsel und den finden die Anleger natürlich insgesamt gut. Auch der gesamte deutsche Aktienmarkt kräftig in der Pluszone aktuell, jetzt bei genau 12.395 Punkten, 231 mehr als gestern. Es sind die Hoffnungen auf Fortschritte im Handelskonflikt. Klaus-Arne Jackisch war das von der Börse in Frankfurt. Vielen Dank. Es ist eine schlimme Vorstellung für Eltern. Sie geben ihr Kind in die Kita und verlassen sich auf eine gute Betreuung. Doch da sind überforderte Erzieherinnen, überforderte Erzieher, die sich manchmal nur mit physischer oder psychischer Gewalt durchsetzen können. Offenbar ist das kein Einzelfall, wie jetzt eine Erhebung an Hunderten von Kindertagesstätten gezeigt hat. Eltern wähnen ihre Kleinen in Kindertagesstätten gut aufgehoben. Doch häufig kann die Realität auch ganz anders aussehen. Gewalt in Kitas kommt sehr häufig vor. Ich würde sagen, in fast jeder Kita, fast jeden Tag. In unterschiedlichen Ausprägungen. Es gibt psychische und physische Gewalt, wobei meistens ist es psychische Gewalt nicht von allen Erzieherinnen, sondern immer nur von wenigen. Aber die wenigen sind schon zu viele. Offizielle Statistiken über psychische Gewalt in Kitas gibt es derzeit nicht. Zu oft werden Taten gar nicht bekannt. Birgit Panklip, Kita-Leitung in Erding bei München, erfuhr aber von psychischen Übergriffen einer ihrer Mitarbeiterinnen. Das sind dann einfach oft so Floskeln, die die Kollegen loslassen, wie zum Beispiel, wenn du jetzt nicht leise bist, schneide ich dir die Zunge ab. Oder wenn die Mama nicht kommt, dann nehme ich dich mit nach Hause. Nach Gespräch und Abmahnungen trennte sich Birgit Panklip auch vom Personal. Das Problem dabei, es gibt zu wenig Erzieherinnen. Per Gesetz haben Eltern seit 2013 Anspruch auf einen Kita-Platz. Für die Ausbildung von Fachkräften fehlen sowohl Schulen als auch Bewerber. Dem Bayerischen Sozialministerium sind zwar Grenzüberschreitungen von psychischer und physischer Gewalt bekannt, sie würden kriminalstatistisch aber nicht explizit erfasst. Bald vorzubeugen, fördere man die Weiterbildung, hieß es aus dem Ministerium. Vor 100 Jahren wurden an der Berliner Kunstakademie Frauen regulär zum Kunststudium zugelassen. Für die alte Nationalgalerie ein Anlass, in einer Ausstellung Bilder und Skulpturen ausschließlich von Künstlerinnen zu zeigen. Und zwar von Frauen, die es vor 1919 geschafft haben, mit ihren Werken trotz vieler Widrigkeiten den Weg in die Öffentlichkeit zu finden, die in ihrer Zeit berühmt waren und die heute oft niemand mehr kennt. Dieses Bild macht Kuratorin und Nationalgaleriechef Spaß. Kaiser Wilhelm II., so wie große Männer sich gern sahen, gemalt aber von einer Frau, Wilma Palagi. Sie porträtierte die High Society erst in Berlin, dann in den USA. Sie hatte es eigentlich geschafft. Trotz ihres unglaublichen Ruhms, den sie damals hatte, mit dem Niedergang der Salonmalerei ist auch der Stern Wilma Palagis gesunken und kaum kennt einer heute noch den Namen Wilma Palagi. Kopf eines alten Mannes, gemalt von Pauline Lehmeyer. Auch sie vergessen. Es ist das einzige Bild von ihr, sonst weiß man nichts, nicht mal das Todesdatum. Ein Studium nur selten erlaubt. Künstlerinnen im 19. Jahrhundert waren zwar präsent und trotzdem chronisch unterschätzt und ausgebremst. Den Frauen wurde nachgesagt, dass sie künstlerisch tätig sein können, aber nur nachschöpfend und nicht eigenkreativ. Daher blieb ihnen eigentlich immer so das Höchste in der Kunst verwehrt. Man hat sie eher im Kunstgewerblichen gesehen. Das ärgerte Paula Modersohn-Becker. Sie entfloh der Enge des konservativen Kaiserreiches und studierte im liberaleren Paris. Und die Malerin der heiligen Magdalena zog es nach Brüssel. Dort durfte sie auch als Frau Aktmalerei studieren, im Kaiserreich ein No-Go. Die Ausstellung in der alten Nationalgalerie holt sie ans Licht, die vergessenen Werke und ihre Künstlerinnen. Der Literaturnobelpreis, das ist in diesem Jahr nicht ganz richtig. Heute müsste es heißen, die Literaturnobelpreise. Vor gut einer Stunde sind in Stockholm gleich zwei Preisträger bekannt gegeben worden. Die Auszeichnung für 2019 geht an den österreichischen Schriftsteller Peter Handke. Und die Auszeichnung für 2018 nachträglich an die polnische Autorin Olga Tokarczuk. Im vergangenen Jahr war die Verleihung nach einem Skandal über sexuelle Belästigung und Korruption bei der Schwedischen Akademie ausgefallen. Christian Stichler in Stockholm, wie überraschend sind die Entscheidungen für Tokarczuk und Handke?
Ja, die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk hatten jedoch einige auf dem Zettel. Sie war eine der Favoritinnen. Peter Handke, glaube ich, war doch eher eine Überraschung für einige im Saal. Zumindest ging hier im Börsensaal so ein Raunen durch den Raum, als der Name bekannt wurde. Peter Handke selber war übrigens auch überrascht. Das Nobelkomitee hat ihn heute früh erreicht in seinem Zuhause in Paris. Und er fragte erst mal, ist das wirklich wahr auf Deutsch? Er wurde auf Deutsch angerufen und dann sagte das Komitee, ja, es ist wahr. Und Peter Handke hat übrigens den Preis auch angenommen. Er wird auch nach Stockholm kommen. Peter Handke ist vielleicht vor allem durch zwei Bücher oder Stücke bekannt geworden, Werke. Die Angst des Tormanns beim Elfmeter, von Wim Wenders übrigens auch verfilmt, und die Publikumsbeschimpfung. Handke, und auch das ist vielleicht das Überraschende ein bisschen, ist allerdings politisch umstritten. Er hat sich in den Jugoslawienkriegen auf die Seite der Serben geschlagen, hat Slobodan Milosevic auch in Haft in Den Haag besucht, den wegen Völkermords und Kriegsverbrechen angeklagten früheren serbischen Präsidenten. Also er hat das auch literarisch übrigens verarbeitet. Also an der Stelle war der Preis dann doch überraschend, weil eben nicht ganz unumstritten. Lassen Sie uns noch ganz kurz was zu Frau Tokarczuk sagen. Ja, sie ist mit 57 Jahren noch eine relativ junge Literaturnobelpreisträgerin, hatte mit den Jakobsbüchern 2014 einen Überraschungserfolg. Das Buch ist übrigens erst in diesem Jahr auf Deutsch erschienen. Und Frau Tokarczuk ist zurzeit auf Lesereise in Deutschland. Wenn alles klappt, kann sich Bielefeld heute Abend über eine frisch gebackene Literaturnobelpreisträgerin freuen, denn dort hat sie eigentlich eine Lesung mit ihren Jakobsbüchern. Ob die stattfindet oder nicht, das wissen wir in Stockholm nicht. Aber jedenfalls Bielefeld könnte heute ein Nabel der Literaturwelt werden. Und mit dieser Empfehlung herzlichen Dank zu Christian Stichler nach Stockholm. Und hier noch kurz die Wetteraussichten. Heute im Norden meist dichte Wolken und zeitweise Regen, im Süden vielfach sonnig. Die Höchsttemperaturen zwischen 13 und 21 Grad.